Na zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar bin ich wieder ein bisschen am Leveln mit meinem Zanalari-Troll. Der ist mittlerweile auf Stufe 88 gekommen. Und wir wollen jetzt noch so den Rest in Mist of Pandaria abschließen. Beziehungsweise wir machen gerade noch ein paar Cutter-Dungeons, weil wir im OP schon relativ viel gemacht haben. Und ich habe jetzt hier noch ein paar Schätze offen, die ich gerade noch am Abbauen bin. Quasi hole ich mir die immer so zwischen den Dungeon-Invites. Das ist immer, ja, eine relativ schicke Geschichte, weil man dann halt da wenig Zeit wastet. So, wir melden jetzt hier Cutter an, um zu hoffen, dass wir in Dungeons reinkommen, in denen wir noch nicht waren, um so ein paar extra Quests noch zu kriegen. Oh shit. Der unterbricht mich jetzt hier. Komm, desorientieren wir sie mal alle. So, eingetütet, Hand der Freiheit und raus aus dem Laden. Im Moment sind wir jetzt noch zu zweit. Unsere DDs haben uns leider jetzt im Stich gelassen. Aber ich denke mal, die letzte Stunde kriegen wir auch noch so durch. Ach shit, jetzt habe ich keine. Warte mal, wir babbeln einfach. Ich habe keine Lust, ewig geroutet zu sein. Das ist immer ein bisschen nervig, diese Höhle. Was ich jetzt auch noch brauche, ist quasi die Frosthöhle, die ein paar Eingänge weiter drüben ist. Die muss ich noch rein und dann habe ich noch quasi das Mogu-Ding, was ich noch brauche, und das, was im See liegt. Dann habe ich alle, also hier nach oben muss ich jetzt noch. Dann habe ich alle Schätze. Vielleicht kriege ich ja dann sogar durch die Schätze noch das Level halb fertig. Dann brauche ich noch ein paar Instanzen und dann haben wir es sogar schon. Reppen nicht vergessen. Ja, das ist ein guter Tipp hier an der Stelle. Das sollte ich tatsächlich noch machen. Und mal den ganzen Krempel, den ich hier noch rumflacken habe, den könnte ich dann auch noch mal verkaufen. Na komm, lass mich aus dem Combat rauskommen. Perfekt. So. Dann reparieren wir einmal und auf geht's in die nächste Höhle. Jetzt haben wir gar keinen Instant-Invite mehr. Das betrübt mich jetzt aber schon ein wenig. Er sagt sogar immer noch 0 DDs. 0 DDs, das ist ja krass. Also wir brauchen tatsächlich DDs. Ja, jetzt nehme ich die Schätze noch mit. Dann kann ich theoretisch nochmal irgendwo ein, zwei Quests einstreuen und dann halt schon mal zu den Timeless Isles fliegen. Denn da musst du dann quasi eher als nächstes hin, ne? Also. Bis dahin müsste ich dann eh das vom Level haben. Weil du musst ja dann einmal zu den Timeless Isles rüberfliegen und dann, sobald du dort bist und den Stuhl eingesetzt hast, nochmal zur Garnison komplett hoch. Also das sind dann schon mal weite Wege, die kann ich dann zwischendrin schon mal machen. Darf ich mir das ganz schnelle Fliegen jetzt? Doch, das habe ich. Ja, genau, das habe ich mir das letzte Mal gekauft, ne? War mir jetzt gerade nicht mehr so ganz sicher, ob ich das schon getan habe. Jetzt bin ich am Überlegen. Ne, mit 99 konntest du, glaube ich, noch nichts machen, ne? Mit 89 meine ich in Draenor, da glaube ich, brauchtest du wirklich mit allem 100. So, da haben wir nämlich eine Kiste. Orientieren, Kiste aufmachen und raus aus dem Laden. Weil die bringen tatsächlich halt relativ viel EP, ne? Das hat jetzt fast 50k gebracht. Wenn du dann nämlich dann noch erholt bist und das Doppelte kriegst, dann holst du aus diesen Schätzen extrem viel Zeug raus. So sollte man das eigentlich nicht machen, dass man alles pullt. Sarah, hey, grüß dich. Jo, Felix, dann wünsche ich dir einen schönen Abend noch, ne? Und hoffentlich hast du bald weniger Kopfschmerzen. Nee, aber dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen, der uns ab 90 dann ein bisschen durchcarried. Das bringt dann schon mal gut was. Und dann, ja, schauen wir mal. Ich denke mal, da werden wir ähnlich schnell wie das letzte Mal durchkommen durch Draenor. Nicht so lange, wie es hier in MOP dauert, wo du dann halt dann echt, ja, gute 3 Stunden bist du halt hier unterwegs, ne? Und für die gleichen 10 Level brauchst du halt in Draenor nur 1 Stunde. Das ist halt schon ein krasser Unterschied. Und später nach Draenor will ich dann mal gucken, wie es aussieht, auch in Legion mal einen Dungeon zu machen. Habe ich ja bis jetzt immer nicht gemacht. Habe ja immer mit dem Chaos quasi abgewartet, bis die Legion-Invasionen jeweils waren. Und da will ich jetzt mal auch ein, zwei Dungeons testen und auch im Vergleich testen, was theoretisch so eine Time Walker in dem Levelbereich bringen würde. Ah, schau, da haben wir dann doch einen Proc.
laufe ich dann noch hin zum Schatz. Der bringt mich, glaube ich, auch relativ viel. Ja, sieh dann nochmal 46.000. Ah, da kann man schon was machen mit. Wir haben halt leider nur 10%. Ach nein, die waren wir schon. Können wir das eine aber testen, was du meintest? Ja. Boss auslassen. Ja, wir können das gerne mal ausprobieren. Vielleicht klappt das ja sogar. Macht es wieder hier genauso wie vorhin. Die Randoms stehen noch an der Tür. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Der eine haut dich, ne? Sehe ich gerade. Ja, passt schon. Fuck, ich bin gestunt. Einer ist kein Problem. Naja, schau, jetzt sind sie ja zum Glück da. Es fällt noch nichts um. Ja, jetzt bin ich wieder in der Grütze gestunt. Die schaffen das auch genau immer dann. Ich drück mal Hand auflegen. Die machen ja echt richtig scheiß Schaden, ne? Durchhallen. Oder auf die durchziehen. Ja, die beiden Katzen kannst du ja echt mal richtig vergessen. Da habe ich nichts mehr. Ich kann mein GS noch drücken. Ich kann noch mal eine Heilung. Meine Herren, okay. Also, wenn ich halt so viel Schaden mache wie beide Katzen zusammen, keine Ahnung. Die sind richtig scheiße. War nicht die richtige Taktik für diese Gruppe. Ja, du kannst halt nicht erwarten, dass die beide 600 DPS nur machen. So, aber es ging nicht leer. Ja, ich habe jetzt auch alles raus, was ich habe an CDs. Also wir können es jetzt mal testen. Lassen wir einfach den einen Boss aus und schauen mal, was passiert. Nicht befreit werden! Kehrt um! Es ist noch nicht zu spät! Weißt du, was ich... Das ist ein Multiboxer, ne, der Typ. Da, die beiden Katzen heißen halt gleich. Siehst du das? Auch von zwei Servern. Ja, macht ja nichts. Hat er wahrscheinlich auf jedem Server einen gemacht. Deswegen ist auch der DPS ziemlich gleich, ne? Immer einer hängt so einen Schlag hinterher wahrscheinlich. Kann natürlich sein. Ich schätze jetzt mal, dass es ein Multiboxer ist. Ist er den auf Follow? Nee. Ach komm. Muss er denn jetzt da den einen Mob adden? Die laufen aber nicht auf einem... Nee, das habe ich jetzt auch gerade geguckt. Aber stehen in Stealth und schauen zu. Hier, siehst du das? Keine Ahnung. Ja, das ist wahrscheinlich ein schlechter Multiboxer, der immer hin und her switcht, kann ich mir denken. Oder ein Pärchen. Gleich genannt hat. Die sich gleich genannt haben. Und einer ein bisschen Brainlag immer hat. Ja, ich will ja nicht sagen, einer ist weiblich, aber... Oh, jetzt steht da, stellt er aber steile Thesen hier auf. Damit wäre ich vorsichtig. Ja, ja, ich wollte es ja nicht sagen, aber du hast mich dazu gezwungen. Also, so einer ist er. Interessant. Prozentual sind sie schon ein bisschen schwächer, würde ich sagen. Okay. Das ist so ein Wespennest, sind jetzt das. Ja, ich lasse es lieber. Wir bräuchten so eine Feministin jetzt auf dem CS hier. Die dich ein bisschen anschreit, weißt du? Kennst du dieses Meme von findest du dieses so wutschäumend am ja, Schreien ist? Ja. So stell ich mir das gerade vor. Und so ein Schreien. ganz schlimm sowas. Mach ich mir gleich als Bild. Yes. Als Avatar, mach das. Also ich vermute, dass es nicht klappen wird. Dass wir den Boss wahrscheinlich brauchen, um den Tornado zu triggern. Aber ich hoffe, dass es funktioniert. Also müssen wir jetzt nochmal ganz zurückhatschen. Da habe ich nämlich jetzt irgendwie wenig Interesse dran. Komm, ich pull den Boss da dazu, oder? Also,
unterbewusst kommt mir das irgendwie bekannt vor, dass man den auch skippen kann. Also kann sein, dass gleich sofort Boss möglich ist. Also ich denke mal, also den brauchen wir ja ganz sicher, ne? Sonst kommen wir nicht hoch. Jetzt haben wir natürlich... Ja, weißt du, was gerade hier für ein Dings gestartet wird? Hm? Die wollen dich kicken. Ernsthaft? Hier steht, wollen alle Bosse. Solche Drecksäcke, echt. Wahrscheinlich sind das die zwei Dudus, ne, die das wollen. Und eine Person sind. Versuchen wir die mal zu kicken. Aber ich habe aber auf Ja geklickt, ne? Du Drecksack. Nein, viel nicht. Ey, ich bin gerade gestunt, ne? Ich auch. Konnte nichts machen. Ja, es hat halt keiner mehr die Dings gemacht. Die Range Mobs, ne? Ja, solange der Boss hier castet, kannst du gar nichts machen. War irgendwie nicht so cool. Hat man schon BR in dem Level? Ich weiß nicht, du hast es relativ spät, kriegst du den BR, aber den müssten schon lang haben. Kannst du immer noch nichts machen? Ja doch, jetzt schon. Aber der Phoenix ist nicht da. Ja, der ist hier drüben bei uns. Siehst du den nicht? Nee, anscheinend hat mein Game auch gleichzeitig gecrashed, oder? Weil ich sehe auf den Phoenix... Warte mal, starten wir neu. Gleich ist er down, der Phoenix. Jetzt, vielleicht war er in einer anderen Phase. Ach stimmt, ja, weil du in einer anderen Phase bist. Okay, weil ich dachte mir, warum sehe ich das denn nicht? Du bist jetzt ein BR laut meiner Anzeige. Gerade, den einen sind wir nicht losgeworden. Fragt sich jetzt auch, woher wusste er von dem Brot? Wie viel müssen denn eigentlich zustimmen bei so einem Ding? Müssen da, ich dachte drei, oder? Oder sind es vier? Ja. Schau, ich dachte es mir schon fast. Das Ding ist nicht kaputt, du musst alle machen. Siehst du das? Ja. Na ja, gut. Ja, wir können wissen ja zumindest. An deren Stelle können, weiß nicht, erstmal schreiben, ne? Wenn der andere stur ist und will, dann kann man vielleicht ein Boot starten, ne? Ja. Das sind mir schon immer die Liebsten. Leider bringen wir die jetzt so nicht raus. Da bei Multichar Boxer den Hauptchar kicken. Also wir brauchen drei Leute, okay. Ich dachte, du brauchst nicht die ganze Gruppe, ne? Du kannst nämlich... Oh, warte mal, der Shard of Thorns ist da. Jetzt mal umgehen. Ich glaube, es klappt nicht. Irgendeiner pullt immer. Siehst du? Haben wir Glück gehabt. War das eine von den Gruppen, die nicht geedet hat. Aber weißt du, was wir nicht machen? Wir machen nicht den einen Mob, den sie für die Quest brauchen. Das haben sie das jetzt noch nicht gecheckt. Links brauchst du ja nochmal den einen großen. Ja, ja. Den sollen sie schön alleine machen, die zwei Gammler. Weißt du, wenn sie gefragt hätten, wäre das alles kein Stress gewesen, ne? Aber so eine bitchige Aktion. Da können sie mich. Muss irgendein Multiboxer sein, weil die fast exakt gleich Damage machen. Gut, ähnliche Klasse und Level Gear, das ist ja... Ach nice, wir können jetzt auch hier hoch, ne? Ja, okay, also du brauchst auf jeden Fall in der Inni alle Bosse, ne? Also du kannst sonst nicht hoch. Sehr schade. Weil bei den MOP-Innis wären so ein paar Tricks noch ganz nice, ne? Wenn man die rausfinden könnte. Das kann ich aber sonst. Im Vortex-Gipfel kannst du auch nichts machen, ne? Und im schneidenden Kern geht eigentlich auch nichts, wenn ich so recht überlege. Also du kannst da eigentlich in keiner Inni irgendwas tricksen.
Außer du würdest dich irgendwo runterbuggen. Ich weiß nicht, was man ausprobieren könnte, im steinernen Kern die Dunkelmondwippe zu benutzen. Sollten wir nachher den steinernen Kern reinkommen, dann versuche ich da mal was zu tricksen. Ja, Dunkelmondwippe? Schleudert sich das hoch, oder was? Nee, es gibt eine Dunkelmondwippe. Da kannst du, wenn du weißt, wie du sie einsetzt, kannst du durch unsichtbare Wände durch und so. Ich glaube, das ist müsste ein Toy sein. Da konntest du damals den Karasan Time Run am Anfang, als der. Okay, der war nie schwer, aber wenn du halt eine scheiß Gruppe hattest und die halt Schwierigkeiten hattest, konntest du richtig viel skippen. Und zwar hast du den ersten Kristall, hast du ja liegen beim Oper-Event, ne? Oder nach dem Oper-Event. Und normalerweise gehst du da in die Instanz rein, gerade den Gang vor. Und ja, lass da mal rausleben, keine Ahnung. Ich will mit denen jetzt nicht nochmal eine Inni. Schau, jetzt laufen sie schon dahinter, weil sie den einen Mob nur brauchen. Den können sie alleine machen. was soll ich sagen? Ach genau, du musstest dann bei diesem Opa-Ding bis ja oben und musst ja komplett diese Ränge runterlaufen mit dem ganzen Trash. Dann unten entlang zu dem Boss rein und nach dem Boss wieder die kompletten Dings hochhatschen und hast halt relativ viel Trash. Und du konntest halt mit dieser Dunkelmondwippe oben bei der ersten Loge direkt dich runterbacken und warst dann halt schon komplett unten gestanden, hast den ersten Boss ausgelassen, den du halt auch nicht brauchst für den ganzen Schmarrn und hast dann halt ziemlich viel Zeit damit gespart, ne? Ist halt so eine grenzwertige Sache, ne? Weil du dich ja eigentlich da durchbackst, wo du nicht durch sollst, aber naja. Echt, sind die nicht mehr benutzbar in Inis? Haben sie das rausgenommen? Clevere Leute bei Blizzard, hä? Aber ich teste jetzt nachher trotzdem nochmal. Da konntest du dann ganz nette Sachen mitmachen. Jetzt schauen wir mal, ob ich noch irgendwas anlegen muss. Ja. Gut, ich bin jetzt schon auf 89 und ja, ein Drittel bis zur Hälfte fast schon. Also schon relativ weit tatsächlich. Wie sieht's denn bei dir aus? Bis jetzt 88. Ich hoffe schon ein bisschen Richtung Mitte. Bei mir fehlen noch 3 Schätze im Gegensatz zu dir. Okay. Und ich habe 22%. Also ich gehe, denke ich, Richtung Mitte, wenn ich alle 3 habe. Okay, so sind wir schon mal überlegen, wie ich dich loswerde, wie ich das Netz sag. Mhm. Indem du einfach aus dem Teamspeak aus der Gruppe kickst. so ein Dings, einfach so raus disconnecten. Ja. Aber weiter streamen und sagen, ja, mein Internet war weg. Genau, so macht man das. Ja, ich sammle noch ein bisschen Erze und Pflanzen und dann ziehe ich gleich wieder vorbei. Mach das. Liegt schon mal so in die Richtung, wo ich nachher hin muss, hier nach Timeless Isles. Denk mal, wenn nach der nächsten Inni mit gut Dings müsste das eigentlich schon mal in die richtige Richtung gehen. Mit gut Quests. Erst das Addon, was du benutzt, um Kisten zu finden. Im Moment benutze ich kein Addon für, weil ich es auswendig weiß, wo die Kisten sind und die so aufmachen. Aber prinzipiell wird Dings anzeigen, Handy Notes. Und zwar Mist of Pandaria Treasures bräuchtest du da. Aber das backt irgendwie rum, deswegen muss ich es leider aus dem Kopf machen. Aber ich weiß die meisten auch, wo sie so liegen. Also ist das kein Stress. Ich kann jetzt theoretisch noch die eine da auf der Insel mitnehmen, da hinten. Genau. Wenn du nicht alles aus dem Gedächtnis weißt wie ich, dann gehst du auf WoW-Herd und suchst die ganzen Koordinaten raus. Kann man natürlich auch machen. Es gibt sicher noch andere Addons, die es anzeigen. Ich weiß jetzt halt bloß nicht, warum im Moment Ding rumspackt, ne? Hier Handy Notes. Normalerweise geht das relativ gut, aber im Moment will es irgendwie nicht. Schon viele Monate so, meine ich. Ja. Damals hat es bei dir nicht geklappt, bei mir gleichzeitig auch nicht mehr. Ja, keine Ahnung, warum das so ist, aber es ist nur in dem, also im Endeffekt ist ja Handy Notes das
übergeordnete Add-on und dann kannst du dir halt für jedes Ding nochmal Unterpacks holen, ne? Und dann gibt es vielleicht wahrscheinlich in dem Unterpack von dem, was der Typ geschrieben hat, ist halt irgendwo ein Fehler drin, deswegen spackt es halt gerade. Schätze ich jetzt mal, dass es daran liegt. Und also es wird halt nicht mehr geupdatet oder irgendwas. Ging kurz nachdem ich diese, was war das, Tomcats Tours, was du mal damals empfohlen hast, als ich das draufgepackt habe, dann hat das, glaube ich, nicht mehr funktioniert. Ja gut, das kann natürlich sein, dass sich es irgendwie gegenseitig blockiert. Das ist wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Das kann natürlich sein. Ich weiß nicht, wenn jemand die Standard-Add-ons dann auch hat und Pandaria-Schätze sieht, sehen, dass dann es wenigstens nicht am Add-on liegt. Ja, schau hier, Martin meint, dass es bei ihm gefunkt hat. Dann wird es wahrscheinlich an diesem Tomcat-Ding liegen, dass sich das vielleicht blockt. Das kann tatsächlich sein, ja. Ja gut, ne? Sind wir auch wieder ein bisschen schlauer. Was habe ich denn jetzt noch? Schar des Zorns 3 Ali-Chars habe ich noch und dann muss ich mit meinen Horden-Chars noch durchballern. Das sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 11 Chars brauche ich jetzt noch Schar die Woche. Naja gut, und danach fange ich an, nebenbei dieses Haustier-Dings zu machen. Und ich kann nachher mal auf Anto gucken, ob ich schon was vertickt habe von meinen Haustieren. Aber ich glaube nicht, auf Anto musst du eigentlich minütlich quasi oder 10-minütlich die Dinger wieder refreshen, dass du da oben bist. Schätze ich zumindest mal grob. Kriegen wir denn jetzt keine Instant-Invites mehr? Das ist ja echt betrüblich hier. So, alle Schätze fertig. 60%. Naja, das ist doch schon mal was. So. Naja, schau, das ist doch unser Invite. Also ich fange jetzt hier nicht an, noch ein MOP-Quest zu machen. Ich fliege jetzt gleich schon mal rüber. Bis ich wirklich in der Garnison angekommen bin, müssten wir schon die Procs kriegen. Also ich brauche eine, beziehungsweise maximal noch zwei Dungeons. Moment. Was passiert jetzt, wenn ich aus der Instanz rausgehe? Kriege ich den Fallschaden? Kriege ich ihn nicht? Okay, ich fliege nur von der minimalen Distanz runter. Okay, alles klar. Also hätte ich auch durch das Dungeon-Ding jetzt hier den Fallschaden dingsen können? Okay. Jetzt bin ich bloß im Combat. Gleich in die Instanz. Ich bin nämlich gerade aus ewig großer Instanz runtergeflogen und ich habe die Bubble gezogen, kurz vom Boden wurde ich in die Instanz quasi reingeportet, ne? Und dachte mir jetzt schon, nicht, dass ich, wenn ich rausgehe, dann den kompletten Fallschaden kriege. Ach so, das war die zeitlose Insel. Ich dachte schon, warum kriegst du das einfach so weg? nee, da kannst du ja nicht fliegen, ne? Aber Grimbar Toll ist relativ gut, weil du hier einigermaßen schnell durchkommst und doch viele Quests hast. Fang schon mal an. Ja, mach schon mal. Ja, aus wie ein Tank. Ja, so, wenn man so aussieht, dann kann man auch tanken, richtig. Guck mal, kennst du den Umhang von der Optik her? Welchen Umhang hast du denn? Der Legendary-Umhang ist das von. Ist das der Tank-Umhang oder ist das der DD-Umhang? Der DD-Umhang, dieser Rausch von Xuan. Ah, stimmt, ich hatte als Tank immer den DD-Umhang an, aber deswegen. Aber nur die Optik, ne? Ja, ich habe ihn ja mit meinem Main an. Scheinbar ist das Transmog hier auch freigeschaltet dafür. Ja, aber du hast das Leuchten halt nicht, ne? So. Ja. Ich habe gehört, irgendwann sollst du jetzt mal alle Legendary Items auch so transmoggen können. Wollten sie zumindest machen. Na, mal gucken, wann das kommt. Das wäre gut. Könntest du endlich diese 60er Einhandwaffe da tragen, diese ganz lange Blitz. Waffe, ich weiß nicht, wie die heißt. Windseeker meinst du? Genau. Die habe ich mir geholt und dachte mir, toll. Kann ich die jetzt auf die Bank legen, super. Ja, Sulfuras kannst du auch nennen, sowas. Wobei, da gibt es auch eine neue Sulfuras-Version, die sogar cooler aussieht. Verstärkt die Front, wir werden angegriffen. Stärkt die Front.
Für die Quest müssen wir diese ganzen Trocks oben auch abballern. Stimmt, mache ich das auch mal. Es wird ganz gut geklärt, was ich hier so sehe. Ja, die Leute machen das gut, also habe ich schon deutlich schlechteres gesehen. Schützt die Nachhut! Alexstrasas Brut fällt über uns her! Hier vor allem da an die Seite muss immer reinschießen, weil das macht eigentlich immer nie jemand. Und da kann man dann noch sich ganz gut was sparen. Ja, nice, wir haben sie noch alle gekillt da drin. Da manche buggen halt, die kannst du gar nicht ganz töten, oder es ist wahrscheinlich auch so gewollt, dass du sie nicht ganz töten kannst. Perfekt. Ich glaube, wir haben so gut wie alles weggekillt. Ich glaube auch. Vielleicht ist es sogar einfacher, hier im Non-Hero die zu killen. Diesen Gegenstand kann ich noch nicht es gibt auch Leute, die sagen, man killt sie lieber nicht, weil die bringen ja alle EP, ne? Und wenn du sie tötest, kriegst du halt die EP nicht. Aber, naja, scheiß drauf auf die bisschen EP. Was machst du mal wieder ein Timewalker Guide? Mein letztes ein bisschen her. Du meinst mit so Timewalker Gear. Jetzt bin ich am Überlegen. Theoretisch könnte ich sowas schon machen, aber da ich jetzt nicht mehr Timewalker spamme, habe ich nicht alle Tricks und Kniffe drauf, aber wobei so viel dürfte sich nicht geändert haben. Also ich kann dir grob sagen, was du halt für Sachen nutzen kannst. Sinnvoll sind natürlich an den drei Teilen, wo du Azerit-Teile haben kannst, die Azerit-Teile anzuziehen, ne? Ganz klar. Die Halskette brauchst du dann auch, sind die ersten Dinge schon vergeben, die ersten vier Teile. Dann am Umhang ziehst du dir Dings an, hier, wie heißt's, ziehst du dir den Legendary-Umhang aus MOP an. Dann bei Waffen, gut, die Legendary-Waffe geht jetzt gar nicht mehr, ne? Die Artefaktwaffe geht nicht mehr, also das kannst du vergessen. Am Ring ziehst du dir die Vorstufe vom Legendary Ring aus WOD an. Bei den Trinkets nimmst du, wenn du es hast, das Blade Master Trinket. Das ist das stärkste im Time Walker. Und dann gibt es nochmal so ein Used Trinket, das relativ stark war. Jetzt bin ich gerade überlegen, wie das hieß. Weiß jetzt nicht mehr auswendig. Und dann ziehst du dir noch an den anderen Slots zwei Legendaries an aus hier Dingster Bumster aus Legion. Quasi kannst du Handgelenke nehmen, Gürtel, Hände, Hose, Schuhe, sowas. Also du musst halt lauter Items nehmen, die quasi Sondereffekte haben. Um das geht's halt. Weil du wirst ja runterskaliert, ne? Und diese ganzen Sonderitems gehen dann ja alle wieder, weil du vom Level dann wieder drunter bist. Dann funktionieren bloß die Artefaktwaffe geht halt leider nicht. Das wäre halt zu gut, wenn die Artefaktwaffe halt auf 110 gekappt wäre und man sie im Timewalker aber wieder benutzen könnte. Ich bin am Überlegen, ob es nochmal irgendwelche Sonderitems gab. Und an den restlichen Slots nimmst du halt Items, die dann möglichst viele Sockel haben. Heißt, früher hast du halt auch noch Dings genommen, T-Set-Bonis, also kannst du jetzt zum Beispiel nochmal ein Zweier-Set nehmen, Hände und Hose von irgendwas, aber die meisten alten Sets haben sie herausgenommen. Jetzt bin ich mir bloß nicht ganz sicher, ob die Legion, ob die Set-Sachen theoretisch sogar noch, warte mal, ich müsste mal kurz nachgucken. Wenn wir jetzt mal, gehen wir mal auf Legion, zum Beispiel hier die Nachtfestung. Wo waren denn hier die Set-Sachen? Hier zum Beispiel. Nee, da sind die Sets noch drin, tatsächlich. Da gab es auch sogar den. Na gut, den Rücken kannst du nicht nehmen, ne? Brauchst du die anderen Teile. Also dann könntest du theoretisch hier die Sets nehmen, die ein sinniges raussuchen. Warte mal, sind die älteren Sets auch noch drin? Also die haben nämlich die ganz alten Sets, haben sie rausgenommen. Jetzt schauen wir mal, ob hier die noch gehen. Ob hier nochmal irgendwelche Sets sind. Hier, doch. WOD sind die Sets auch drin. Da hast du auch keine vielen Sockel drin gehabt, ne? Schauen wir mal, ob die noch älteren noch drin sind. Mist of Pandaria, da hast du, glaube ich, noch ordentlich Sockel drauf gehabt. Auf den Items. Weil die hast du eigentlich dann immer für Timewalker auch hergenommen, diese Sockel-Items aus Dingster Bumster hier. Edit. Ach komm, ich hasse dich. Weil wir haben den großen nicht geedet, oder? Ja, das passt.
Ah, doch, okay. Weil siehst du, die haben nämlich hier X-Sockel drin, deswegen sind die Items eigentlich besser. Bloß jetzt weiß ich nicht, ob die hier noch die... Warte mal, jetzt machen wir mal alle Bosse, ob die noch die Set-Bonis drauf haben. Achso, das erschafft das Set-Zeug, ne? Hier siehst du natürlich jetzt die Set-Bonis nicht. Also sollten die Set-Bonus noch drin sein, dann ist wahrscheinlich das Beste, dir Dings zu holen. Hier aus Siege of Orgrimmar, das Gear. Und zwar die Hose und die Hände für den Zweier-Set, das du hast. Und die restlichen Items dann auch, weil du hast da teilweise auch Hände und Gürtel mit zwei Sockeln, ne, Hose drei Sockel und solche Geschichten, und das lohnt sich dann halt schon. Und auf die Low-Items kannst du nochmal diese extra Sockel auch drauf schmieden, ne. Also da geht auch nochmal ganz gut was. Ja. Also so würde ich zumindest mein Gear aufbauen. Es kann natürlich sein, dass von anderen Add-ons die Set-Bonis viel stärker sind. Das hängt aber halt dann von der Klasse ab, was wie stark ist. Also da musst du vielleicht dann mal gucken, was es dann, was das Stärkste ist, wenn du dann Timewalker-Gear bauen willst. Es lohnt sich halt dann, wenn du Timewalker-Inis durchspammst für das Mount. Ne? Aber das habe ich zum Glück schon lang. Und ich habe leider mein Timewalker-Gear danach aber auch stückchenweise immer weiter weggehauen, weil ich habe mir das in WoD halt schon gefarmt, das Timewalker-Gear. Da bin ich halt mein schon Mount so gestern gekriegt. Das Timewalker-Mount? Finally, ja. Oh, gezett. Da farmst du halt ewig. Selten, ne? Das ist richtig selten. Ich habe damit nicht gerechnet. Und dann war es da. Cool. Hast du es Hardcore gefarmt oder war das so ein Beifang? Nö. Beifang, wenn ich jetzt viele Twinks gelevelt habe, ne? Das ist krass. Da 110er bis 120er habe ich jetzt einige Hordler. Hm? Ja, waren random. Random mal dabei. Das ist natürlich echt nice. So, wer wird anvisiert? Der Mage. Von dem Feuerlevel, wenn das an einen rankommt, das natzt einen gut und gern mal weg. Also da muss man echt ein bisschen aufpassen. Ziehe ich auch ganz gern mal Bubble, wenn das mit den Leuten nicht klappt. Und Soaks einfach jetzt Spawns hier. Schauen wir mal. Na gut, sie fokussen sogar das Ding. Also die Gruppe ist echt gar nicht so schlecht. Selten den Kampf so clean gesehen. Normalerweise ist das immer hier ein riesen Theater bei dem Boss. Mal kurz was nach. Raika habe ich gemacht auf den Ele. Du hast 500.000 gemacht. Kein anderer. Nur ich habe das Ele gemacht. Okay. Du solltest als Tank da eigentlich halt nichts drauf machen, weil du den Boss dann da hinziehst und wenn alle zusammenstehen, das durchgeht, dann werden alle gleichzeitig weggebrezelt. Also nur im besten Fall sollten es halt die Ranges wegklopfen. Ich muss erstmal was anvisieren. Das Blade Master Trinket mit Sockeln, das ist natürlich super. Also wer sich jetzt fragt, was das Blade Master Trinket ist und wo ihr es herbekommt, und zwar ist das Blade Master Trinket hier aus Legion, dann aus, nicht aus Legion, Schwachsinn, aus Worlds of Draenor, Höllenfeuer-Zitadelle, und zwar beim Council, also hier hoher Rat des Höllenfeuers, da droppt das, und das ist natürlich jetzt bei dem nicht in der Loot-Palette dabei, weil das ein Agi-Trinket ist, und zwar... Wobei, das müsste jeder tragen können. Es hat halt bloß Agi drauf, aber es ist eigentlich wurscht, weil es so stark, also der Proc-Effekt ist so stark hier, dass es wurscht ist. Da ist die, selbst wenn ihr jetzt ein Stärke-Melee seid, ist es, glaube ich, trotzdem eins der besten Dinger. Hier. Und zwar kann man das jede Minute einsetzen und es erschafft halt 4 Spiegelbilder. Und wenn du halt so viel Timewalker-Gear hast, dann machst du halt nichts anderes, außer die ganzen Dress zusammenzuziehen zum Boss und reinzukleven. Wenn du das legst, das Trinket, das zernudelt dir innerhalb von Sekunden den ganzen Trash. Das haut richtig ja E-Schaden raus. Wenn die da, also es ist ein relativ kleiner Bereich, aber wenn die Mobs da drin stehen, dann haut das halt irre viel Damage raus. Und das ist im Timewalker echt relativ stark. Deswegen kann ich das nur empfehlen.
solche Trinkets, die halt so Sondereffekte haben, brauchst du halt im Time Walker. Weil die skalieren halt nicht. Da hat Blizzard nicht hingekriegt, dass sie so richtig vernünftig skalieren. Und dann machen sie im Verhältnis halt ziemlich viel Damage. Lass mal den Gammler. Nehmen wir mal einigermaßen mittig. Okay, warte mal, der Schar des Zorns spawnt. Mal schnell besorgen. Hier bei mir rechts. I see. Ich hätte ihn jetzt früher da hinziehen müssen, aber der Schar ging jetzt vor. Aber der Mage sucht die Stelle hier. Oh, wenn wir jetzt schnell sind und wir den Boss vorher wegnatzen. Vor die. Hey, warum kommt denn hier eigentlich bloß nur einer? War das nicht früher? Waren das nicht mal früher zwei Mobs, die hier kamen? Also den Mob zu machen war jetzt total sinnlos. Eine hat's gut gemeint. Wieder kein Char-Mount, bitte. Na, wir müssen rein rausporten, ne? Die Questgeber kamen ja nicht hierher. Du hast das immer Angst, wenn ich hier das Ding krieg, ja. Ach ja. Also ich bin jetzt dann, ne, 90, wenn ich hier die Quest abgib. Ja, Level 90. Was führt euch hierher? Wunderbar. 89, 30%. Also müssen wir noch eine Inni machen. Muss ich denn nochmal mitschleifen hier? Die wollen gleich sogar queuen, okay. Hast du alle Schätze mittlerweile? Ja. Dann flieg auch schon mal Richtung Timeless Isles. Wenn ich es nur mal kriegen würde, weißt du, Charmant? Dann würde ich dir auch die Ohren wegschreien, aber... Ja... Will leider nicht so ganz. Traurigerweise. Mute ich dich sofort. Dann mutest du mich sofort. Ja gut, so kannst du natürlich auch machen. Wohl wahrscheinlich werde ich erstmal geschockt sein. Vor zu den Ohren greifen. Das Klicke ist wahrscheinlich zu spät. Ja. Was ist eine einmalige okay. Sache? 40% habe ich jetzt. Was wollen die machen? Die wollen einen rauskicken von Dun Morog. Das bist nicht du, ne? Ja, weg mit dem Schmutz. Ich wollte ja noch so eine Quest da drin abgeben, würde jetzt einfach gekickt dabei. Wobei er jetzt eigentlich genug Zeit gehabt. Keine Ahnung, wenn man nicht weitermachen will, dann geht man halt einfach aus der Gruppe raus und fertig ist. Das war schneller im Wasser, ne? Seepferdchen zumindest ein Ticken. So, Dala. So, Trick 17 hier einmal. Lots of Draenor. So gut, dass du dieses Intro-Ding skippen kannst damit. Wie kamst du auf diesen Trick? Ich habe das irgendwo mal gesehen gehabt. Ich kann es dir jetzt aber nicht mehr sagen, wo. Das war sogar noch in Dings hier. In MOP, da war WOD noch gar nicht draußen. Da hieß es ja, irgendwas wirst du mit diesem Kreis machen können. Da haben die Entwickler auch schon mal was angedeutet. Oh nein. Warum? Warum kommen wir in diesen Laden hier rein? Das schlimmste Loch, das es gibt. Naja, egal, machen wir das halt fix. Nö, und da habe ich mir das gemerkt gehabt, das benutzt, und dann ging das halt, dass du dich porten konntest, ne? Also ohne weiteres kommst du ja nicht auf so eine Höhle da unten, klickst da mal einfach mal drauf zum Testen. Nö, du damals habe ich... einmal drüben auf. Nee, da war, wie gesagt, in MOP war da schon die Spekulation, dass das irgendwas ist, wo man es benutzen kann. Also in MOP schon die Spekulation, bevor WOD draußen war. Und dann habe ich es, glaube ich, irgendwo gelesen, dass man das benutzen kann.
Also ich habe das, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich das selber rausgefunden habe, ne? Aber das wissen komischerweise relativ wenige Leute, ne? Ich habe da jetzt ja, okay. auch mal ein Video drüber gemacht gehabt, wie man das skippen kann, von der ganzen Weile schon mal. Ich hab kein Ziel. Dieses Intro-Ding, da bist du ja gut mal eine halbe, dreiviertel Stunde beschäftigt, bis du das durchgespielt hast. Und es bringt ja so gut wie keine EP. Derzeit bist du schon 97 oder sowas. Ja, ja, das ist echt so. Sind halt hier blöderweise keine Quests drin, ne? Wahrscheinlich brauchst du dann noch einen Dungeon, oder danach? Wollte ich gerade sagen, ja. Wahrscheinlich. Oh, aber ja. Immer diese Krücken, die einen runterziehen, ne? Will ich nicht aufhalten. Bloß weil er zu faul ist, sich den Ring zu farmen, ne? Wo krieg ich denn her? Ja, du hast den vom Shipyard, hast du den, oder? Also ich glaube, das ist der vom Ship hier, ja. Ja, genau. Und den anderen kriegst du vom Angelwettbewerb. Morgen ist Sonntag. Wann ist denn das? Ich glaube 3 Uhr. Morgen 3 Uhr, Sonntag. Angelst du ein bisschen in Stranglethorn, dann kriegst du deinen Ring. Den 5% Dingsring. Das so einfach ist? Ja, also früher war es so, dass du... Früher war es quasi so, dass du den gewinnen musstest oder ich glaube einer der ersten drei sein musstest, dass du dir was aussuchen kannst, ne, was du haben wolltest. Und mittlerweile, weil es jetzt Xtreme ist, also wirst du ja da gefaced und da alle möglichen Server zusammen sind, kriegen glaube ich die ersten, weiß ich nicht, wie viele Leute was. Ich glaube die ersten 50 was kriegen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ziemlich viele kriegen eine Belohnung. Kannst du halt was aussuchen und eins der Sachen, die du dir aussuchen kannst, ist halt der Ring. Okay. Muss ich mal gucken. Also es ist halt so, es gibt halt so Leckerfische, ne? Die kannst du halt angeln, die nur in diesen Pools drin sind. Und wenn du halt, ich glaube 50 Leckerfische musstest du angeln und wenn du die zusammen hast, dann... gibst du die halt bei dem Typen ab und wie gesagt, früher hat der Erste halt die Belohnung gekriegt, beziehungsweise die ersten drei und jetzt halt ziemlich viele Leute. Die ersten, sind es echt die ersten 50? Ja, okay, wahrscheinlich sind da nicht mal 50 Leute, die diesen Scheiß machen, also, ne? Also, wahrscheinlich ist es so, dass du da hingehst, die Fische angelst und dann deinen Ring hast, fertig. Also, nicht viel Aufwand, da ist der Shipyard sogar tatsächlich mittlerweile mehr Aufwand. Dann kriegt man auch diesen Erfolg, ne? Für diese... Genau, ja, ja. Den gibt's auch noch. Sammelerfolg dann auch noch. Aber ich glaube, da fehlen mir nur noch zwei. Dieses Event da eben gewinnen und die irgendeine Kiste da sammeln. Habe oder sowas. Sammeln? Meinst du die in Goribashi Arena oder was meinst du? Nee, warte mal. Selber nachgucken. Gibt jetzt? Dr. Zwickis Kasten mit magischen Flusskrebsen. Das Ding angeln. Ach ja, ich weiß, wo das ist. Ja, das ist in Terroka. Ach, das. Okay. Habe ich mal nachgegoogelt, ein Video angeguckt und dann habe ich es wieder beiseite gelegt, scheinbar. Ja. Ich mache immer das, was eher einfacher ist, zuerst. Schwierigen Sachen mache ich später. Werden die so lange weitergeschoben, ne? Ja, bis ich vielleicht eine WoW-Pause mache oder so, dann vergesse ich sie da. Wissen, wie mit den Archäologie habe ich ja auch gemeint, habe ich jetzt vor kurzem nachgemacht. Drenor. Ja, das ist auch aber so ein Kack. Es zieht sich doch wirklich. Zum Ende hin zieht sich extrem. Ja, vor allem die letzten zwei oder so, das dauert halt immer länger, weil du die anderen ständig wieder kriegst, aber das letzte halt immer noch nicht. Aber das ist ja mit allem so, ne? Die ersten Sachen gehen relativ schnell, wenn du dann immer nur noch eins brauchst, dann zieht sich's ewig. Das wird jetzt bei meinen Inselmounts das gleiche sein, ne? Aber wird es die irgendwann zu kaufen geben, die Inselmounts? Ja, aber halt am Add-on-Ende wahrscheinlich. Also Blizzard hat gesagt, wahrscheinlich wollen sie die dann für Marken einfügen, aber da musst du halt bis zum Add-on-Ende warten und vielleicht überlegen sie sich dann auch nochmal anders. Also es ist halt echt ein Kack mit den Inseldingern. Ich weiß halt nicht, wie viel sollten sie kosten, wie sieht das aus. Deswegen habe ich halt davon abgesehen, dass ich sage, ich gehe halt her und spam's halt mit dem Main-Char, ne? Sondern ich mach's halt mit Twinks,
weil die Twinks irgendwann in dem Add-on will ich sie halt schon mal oben haben, ne? Ob die jetzt oben sind oder in einem halben, dreiviertel Jahr, ist wurscht, aber wenn ich dann halt gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann, warum nicht? Und ich finde, mit Inseln zu leveln ist eh eines der effizientesten Sachen. Also von dem her. Ich habe ja jetzt auch nochmal, ich habe nur über 20 Chars, die ich noch damit hochleveln kann, von dem her. Wenn ich nichts mehr anderes habe, also wenn die ganzen Chars auf Max-Level sind und ich nichts mehr anderes habe, dann werde ich es irgendwann anfangen mit dem Main zu farmen. Aber bis dahin, ne. Anfang Dings, ja. Ihr müsst die Blase weghauen von mir. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier beide Bosse brauchen, links und rechts. Wieder in der blöden Blase drin. Die dauert halt relativ lang und, naja, bringt halt nicht viel mehr EP als das andere Zeug. Ja, aber nur du mit deinem Dings, ne, mit deinem Prestige-Level, das ist auch nochmal eine ganz, ganz besondere Geschichte, ne? Vielleicht reichen dir ja auch die Erkunden-Achievement, wenn du in Draenor rumfliegst. Ja, wenn es nur noch 5% sind oder so. Oh. Ja, oder da ist es dann fast besser, wenn du ein, zwei Quests machst, würde ich sagen. Ist dann halt nochmal eine komplette Inni. Gibt's denn auf der Insel noch Quests? Ich habe gerade noch zwei abgeschlossen in der Gegend, wo ich war, dort oben in Au oder was. Okay, ja, auf Timeless Ice gibt's auch Quests, die du machen kannst. Oder vor allem, du musst ja da mit allen Typen mal reden und ich weiß jetzt halt nicht, ob die viel EP bringen, da habe ich keine Ahnung. Weil es ja eigentlich kein Questgebiet ist, sondern eine Endzone, aber da gibt es auch einige Quests, ja. Da gibt es auch viele Mobs, auch Elite-Mobs, die müssen auch relativ viel EP bringen. Kannst du mal gucken. Weil wenn es halt nicht mehr viel ist, ne, was dir danach fehlt, dann wäre es halt sinniger, wenn du ein paar Quests machst, anstatt dass wir nochmal eine komplette Inni laufen. Außerdem kann ich dann schon mal ein paar Schätze aufsammeln. Hust, hust. Hauptsache die Bonusziele bleiben. Nee, die fange ich nicht an. Da warte ich auf die, aber ein paar Schätze würde ich dann halt schon mal aufmachen. Das ist ja kein Problem. Ich hab kein Ziel. Elementar, die Tür ist schon fast auf. Ich brauche ein Ziel. Ich bin froh, dass ich mit diesem blöden Prestige-Zeug fertig bin, ne? Also. Das bräuchte ich jetzt nicht mehr. Ich bin sogar jetzt ein bisschen drüber, ne? Ich bin jetzt schon auf 507 sogar. Immer ein bisschen Arena und mal so Open PvP, dann so ganz langsam kommst du damit halt auch weiter nach oben. Ich hoffe bloß, dass sie da nicht nochmal irgendwann ein neues Achievement machen mit 1000 oder so, dass sie nicht auf die Schnaps-Idee kommen. Weil das System an sich war ja auch schon dumm, ne? Also, weiß ich nicht. Da fand ich das in Legion besser gemacht mit den Prestige-Stufen. Nicht angreifen. Weil es war zwar auch viel, aber da war es jetzt so ein bisschen aufgedröselt, immer von Season zu Season. Und hier ist es halt einfach so, es erschlägt dich. Ich bin bei Stufe 14. Ihr habt es geschafft. Und nicht wirklich motiviert, irgendwie PvP zu machen, wo ich so viele Erfolge da bräuchte. Ja, aber gut, dann kannst du es ja nebenbei machen, dann bist du ja immer noch so. Also, was ich zum Beispiel sagen kann, es gab ja für jeden SBG die Achievements, dass du 100 Wins hast, ne? Und 100 Wins in dem BG zu machen, ist schon viel Holz, ne? Und ich fand es dann immer schön, gar nicht auf die 100 Wins zu gucken, sondern immer die Achievements, die in dem BG waren, weil dann ist dir das gar nicht so aufgefallen, ne? Wenn du relativ schnell mit den normalen Achievements fertig warst und dann nur noch rein bist, um die Wins abzufarmen, dann hat sich's irgendwie so gezogen. Und wenn es eine scheiß Gruppe war und du geloost hast, dann hast du gewusst, okay, jetzt habe ich eine Viertelstunde investiert und habe einfach gar nichts an Fortschritt gekriegt. Wenn du wenigstens noch dieses Achievement hattest, dann hast du das Achievement verfolgt im BG. Und wenn du nicht gewonnen hast, war es nicht so schlimm, weil du bist da quasi, hast da eine andere Motivation gehabt, ne? Ist es zwar jetzt auch nicht ganz logisch, aber zumindest hat sich's besser angefühlt. Um es jetzt mal so zu sagen. Ja, es hat sich dann nicht ganz gewastet angefühlt.
Weil das, was ich am meisten hasse, wenn ich komplett meine Zeit verschwende mit irgendwas. Wenn ich jetzt an dem Boss progresse, ihn nicht kill mit einer random Gruppe. Weil wenn du mit einer festen Gruppe jetzt hingehst, einen Boss progresst und diesen Boss quasi nicht killst, dann hast du wenigstens den Progressstand. Warte mal, wir können jetzt in die zweite Etage fahren. Geht das jetzt schon hoch? Ja, ja, man kann jetzt den Endboss machen. Den einen musst du nicht machen, okay. Aber den hätten wir machen müssen, oder? Den einen, den wir jetzt gemacht haben. So, warte mal. Ich glaube ja. Das war der Endboss hier, ne? Mhm. Um den Gedanken jetzt noch fertig zu führen. Also weißt du, wenn du mit einer festen Gruppe in einen Boss progress, dann gehst du ja das nächste Mal wieder rein und der Progressstand bringt dir was. Bloß wenn du mit einer random Gruppe in den Boss progress und nicht tötest, die Leute siehst du nie wieder, dann war alles, was du gemacht hast, quasi komplett für die Katz. Ja? Und deswegen, weiß ich nicht. Die Scheiße, dass sich die Mobs immer weiter aufsplitten, ja. Ich muss erstmal was anvisieren. Ich hab kein Ziel. Ich brauch ein Ziel. Oh shit, die hauen ja doch ganz schön rein. Ja, rot mal raus da. Muss da reinkleven. Kann man nicht weggehen von den Mobs? Ja, hier oben gibt's auch schöne Bosse, ne? Das sind ja eigentlich 4 Stück. Und du hast ja, bevor der Änderung, hast ja für jeden nochmal Bonus-EP gekriegt. Und da hat man hier eigentlich alle mitgenommen. Da war die Inni halt echt relativ gut, weil du wenig Trash hattest und jedes Mal wieder einen Boss machen konntest, der halt gut EP gebracht hat, ne? Aber seit die das geändert haben, was ich immer noch eine ziemlich dumme Entscheidung finde, machst du halt eigentlich nur noch den Endboss. Die anderen bringen dir halt nichts. Ist halt echt ein bisschen schade. Also mit diesen Bonus-Bossen, die nochmal Bonus-EP bringen, fand ich echt eine schöne Sache. War richtig schade, dass sie die rausgenommen haben. So, wie sieht's denn aus bei dir? 88%. Ja, okay, dann würde ich aber sagen, machst du 2 Quests, oder? Dann müsstest du es eigentlich auch haben. Da wird sich eine Instanz eigentlich nicht noch lohnen. Wo finde ich jetzt Quests? Also es gibt auf jeden Fall, wenn du in das Lager gehst von der Horde, gibt es auf jeden Fall eine Quest, dass du zu dem nächsten NPC musst, der schickt dich dann wieder weiter zum nächsten, dann musst du mit dem quatschen, das bringt glaube ich alles EP, da musst du mal gucken. Bleib mal hier oben in Jadewald, hier sehe ich schon ein paar gelbe Dinger auf der Karte. Oder du machst in Jadewald das, ja. Wenn ich schon hier bin. Vielleicht schaffen wir es ja, dass wir jemanden haben, der mit dem Hexenmeister in die Garnison kommt und so nett wäre und wir dann noch einen zweiten Spieler finden, dass wir den Dude ranporten können. Dann muss er nämlich hier diesen kompletten Weg nicht fliegen, den ich fliege. Dann können wir das ein bisschen abkürzen. Vielleicht finden wir ja 2 nette Leute. Sonst, wenn wir keine netten Leute finden, dann musst du halt den kompletten Weg auf dich nehmen. Oder abhauen, ne? Oder abhauen. Ja. Vielleicht finden wir das ja. Ich habe jetzt schon wieder etwa die Hälfte aufs nächste, auf 91. Ich muss dieser Schatz hier rechts im Jadewald auf der Insel war nicht so gut, ne? Nee, der bringt 2 KIP, das kannst du vergessen. Moment, ich muss jetzt mal Ding ausmachen, NPC-Scan, das macht dich nämlich in Dings kaputt hier. Wo ist es denn jetzt hier drin? Normalerweise ist es ganz unten, weil es irgendein Sonderzeichen vorne dran hat, aber wahrscheinlich ist es hier bei N mit dabei. NPC-Scan. Mal aus. Das macht dich nämlich mental, macht dich das nämlich fertig. Okay. Gehen hier. Ordenschars. Weil das bimmelt hier bloß nur in WoD. Also da bist du bloß noch hier
Du hast den Sound in den Ohren und das ist im Verhältnis relativ laut. So. Gut, und jetzt mache ich hier schon mal ein paar kleine Schätze auf. So was, dann gucken wir mal. Hast du das Prestige 500 und reitest nicht mit dem Mount rum? Nee, tatsächlich nicht, aber ich finde es jetzt auch nicht so specialig, um ehrlich zu sein. Was ist denn das hier? Oder so Dinger. Renn nicht drüber. Baut richtig Damage raus. Shit, jetzt habe ich hier irgendwie so einen Kackmob gepullt, weil ich hier gucken wollte, was das. Oh, du krieg. Ich krieg. Ach, das zählt auch als Lava hier. Oh shit. Bubble mal. Ich dachte, ah, okay. Wenn man da drin steht, steht man anscheinend immer noch in der Lava. Das denn, ey, grüß dich. Ich kann das Ding mal reiten, wenn du willst. Dann hol ich ihn mal raus hier. Ah, haben wir denn. Prestige. Was ist er denn? Der hier, oder? 500er Ehrenstufe. Das ist ein Bodenmount. So sieht der Gaul aus. Ist ganz nett, ja. Ja, aber es kann er denn fliegen? Was willst du damit? Stimmt, mit der Horde haben wir ja andere Bonusziele, ne? Als mit der Allianz. Weil wir ja hier im Frostfeuergrad auch welche haben. Ist eigentlich besser, weil du direkt im Frostfeuergrad dann durchziehen kannst. Achso, warte mal, ich mache jetzt einfach schon mal eine Gruppe auf. Wenn uns wer supporten will, kann er gern mit reinjoinen. Ich nenne die Gruppe Tela bei benutzerdefiniertes PvE. Da einfach reinqueuen, dann könnt ihr gerne mitkommen. Was 2% haben wir ja hier? Fehlen noch. 2% fehlen noch. Na wunderbar. Ja, pro Server den ersten Platz, okay, das kann. Also ganz früher war das so, aber seit dem Xtreme-System haben die das ein bisschen geändert. Da ist das jetzt ein wenig anders. Die Angel kann man nicht übermoggen. Ja, aber. Warum willst du denn unbedingt eine Angel moggen? Also. Das sehe ich jetzt nicht unbedingt als großes Problem an, muss ich gestehen. Fertig. Na wunderbar. Habt ihr gesagt, das mit den Questen bei den paar Prozent, das geht echt zügig. Jetzt musst du bloß hier nach WOD kommen. Ja. Hat das wieder nicht funktioniert mit Weg. Der. Aus der Gruppe raus, aus der Dings Queue rausgeschmissen, komischerweise. Ach, da haben wir schon unseren Noob-Zocker. Dieses Land braucht auch, wenn meine Augen nichts sehen. Die vertraute Kante ist. Na kommt, Leute. Nimmt die Beine in die Hand. Zumindest sind sie einigermaßen schnell, ne? Da kann man ja gar nicht, kann man ja gar nicht so sehr motzen. Eschental waren sie langsamer. Definitiv. Ach so, die willst du drüber morgen. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Das war ja auch damals die beste Angel, ne? Man hatte am meisten plus Angeln drauf. Dann gab es ja noch den Faden, den du ja auch von dem Wettbewerb bekommen hast. Da konntest du ja dann auch nochmal plus mehr angeln, aber mittlerweile spielt es ja nicht mehr wirklich die Rolle, ob du guten Angelskill hast. Früher hat das noch eine größere Rolle gespielt.
Ich habe anscheinend noch Gear, was ich theoretisch anlegen kann. Besser. Hier ist besser. Wahrscheinlich sind es noch irgendwelche Level-Sachen, die theoretisch nur eins höher wären, aber die ziehe ich jetzt nicht an. Dieses Gelände ist ideal für eine Festung. Ich kann nur für kurze Zeit ein Portal nach Orgrim. Ist der Faden aus Legion ist besser? Okay, da, ich habe da den Überblick verloren. Gibt es in Legion auch einen Faden, tatsächlich? Ah, habe ich gar nicht mal so auf dem Schirm. Ihr wollt einem Goblin vertrauen, euer Bauherr zu sein? Gaslow hat die Errichtung Orgrimmars beaufsichtigt. Wurde sie nicht vor kurzem erstört? Ich habe meinen Avatar geändert. Lachen, wenn ich es nur sehe. Warte, warte. Genau das habe ich gemeint. Genau das Meme habe ich gemeint. Classic. Wo wir gerade bei dem Thema waren. Ne? Das kann ich. Ganz schlimm. Alles klar. Ah, wir haben leider keinen Hexenmeister, also du musst so herfliegen, ne? Wir wären zwar hier zu zweit, aber ohne Hexer wird schwierig. Das kann ich. Was? Hier hat schon wieder jemand den Zwielichtsdrachen bekommen. Was ist denn in der komischen Gilde los, wo ich hier drin bin? Das ist irgend so eine random Trash... Gilde, wo ich geninjert wurde, aber da zieht andauernd immer den Zwielichtsdrachen raus. Ah, ein Makaree, okay. Habe ich so anscheinend nicht so überrissen, dass es da auch nochmal einen Angelfaden gab. Aber der war ja auch in Legion schon nicht mehr relevant, oder? Du kannst ja auch nicht mehr Dings... du hast ja da auch nicht mehr rausgeangelt, wenn du mehr Angelskill hattest. Ist gut. Was? Ich muss ein Selfie machen? Okay. Man sieht den Dings aber, ne? Also ich glaube, du kannst so ein Interface während der Selfie-Cam gar nicht aufrufen, glaube ich. Wobei ich, keine Ahnung, ich habe mit dem Ding so gut wie nichts gemacht, ne? Außer das Achievement. Genau, in Classic war es wichtig, auch noch in Burning Crusade war es auch noch wichtig und ich meine in Wortel sogar auch noch. Bei Cutter bin ich mir nicht mehr sicher, aber die ersten drei Expansions war das nur echt wichtig. Du hast nämlich nur graue Fische rausgeangelt. Oder du konntest, glaube ich, in manchen Gebieten auch gar nicht angeln, wenn du eine Angelskill nicht hattest. Das war ja auch wie Bergbau und Kräuterkunde, da konntest du die Sachen nicht aufheben, wenn du vom Skill zu niedrig warst. War ja auch irgendwo logisch, wenn du irgendwo einen Skill brauchst, dass du quasi auch, dass es für auch irgendwas Nütze sein muss, ne? Jetzt ist er ja größtenteils für... wenig bis gar nichts nütze, der Skill von den Sammelberufen oder auch von Angeln. Jetzt kannst du überall deine Route reinhalten, ne? Ja, ja. Diese Wortwitze immer. Aber nicht, dass du es im richtigen Leben auch so machst, ne? Gibt's dann schnell Probleme. Hab ich mir zumindest sagen lassen. So, zwei brauchen wir noch. Da muss ich den dummen Boss nur umboxen. So, warte mal, bist du schon am Rand fliegen hier? Aha, da oben ist er schon. On the way. Ja gut, ich bin jetzt halt gerade schon bei der Pre-Quest, ne? Bei der bin ich gerade schon dran. Warte, wo ist denn eigentlich mein Timer hin? Ach, ich habe relockt, ne? Jetzt ist mein Timer weg. Aber ich glaube, so etwa bei der Stunde müssten wir jetzt bald sein. Ich meine, die Dingsquest noch fertig und dann gucken wir mal. Also, du warst um 55, das heißt, vor 7 Minuten warst du bei 53, also die Stunde genau jetzt. Ah, okay, dann mache ich jetzt die Pre-Quest noch fix fertig. Und dann können wir ja quasi, wenn wir hier einmal die ganzen Bonusdinger durchballern, dann machen wir nochmal eine an, würde ich sagen. Machen wir, denke ich mal, ganz gut hin.
Ja, ich schmeiß das Destillat gleich nochmal rein. Moment, gut, dass du sagst. Was denn hier? Weil ich sonst immer vergesse. Du hast zweimal gewonnen. Ja, ich habe in Classic habe ich auch einmal gewonnen. Und habe mir diesen Nadelfrenzy-Fisch geholt. Den müsste ich noch auf dem Hexer irgendwo rumflacken haben. Wo ich verwandeln konnte. Und dann habe ich es im Burning Crusade nochmal gemacht. Und habe mir... und habe mir dann die Angel und das ganze andere Zeug geholt. Und den Faden und so. Ich meine, warte mal, war das schon auf dem Druid oder war das noch alles auf dem Hexer? Da bin ich mir jetzt gar nicht so, bin mir gar nicht mehr so sicher. Müssen wir halt mal gucken, die Chars, wo ich was rumflacken habe. Ja, ja, lang ist her. Gut ist, ich bin auch jetzt hier auf 91 gekommen. Dann kann ich mir auch den Trank direkt hier holen. Ne? Das ist schon mal nicht so schlecht. Was kann ich für euch tun, Boss? Kannst du mir hier bei den Quests helfen? Wenn du hier schon mal rumeierst. Was ihr wollt, alles klar. Was musst du denn machen? Ich muss, glaube ich, die Dings einmal holen. Was wollt ihr? Jetzt nicht. Okay, den haben wir. Flugdings holen wir noch. Welche wird es wahrscheinlich nie wieder brauchen, aber ne? Man weiß ja nie. Gut, und jetzt müssen wir diese Dings noch holen hier draußen. Und den Boss umhauen. Genau. Echt okay, haben sie das geändert? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Es kann sein, dass die im Timewalker dann nicht aktiv sind, ja. Hau mal hier alles um, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Ich loote mal nur das Zeug. Den Boss brauche ich. Ach, schau mal, hier ist noch ein anderer Typ. Genau gesehen, dass du den Avatar wieder geändert hast. Im Augenwinkel. Ich konnte sie mir nicht mehr angucken. Ich konnte sie mir nicht mehr angucken. War das zu viel für dich? Ja. Wäre die nichts für dich? Nee, nee. Dann lieber den kurzen. Yes! So, jetzt bin ich an der Garni vorbeigeflogen, oder? Ach, bist du schon da? Ja, bist du. Du musst zu unten zu dem Hafen quasi und damit ja. Mit Thrall und Kollegen hochlaufen. Thrall, den habe ich schon mal gehört, den Namen. Thrall hast du schon mal gehört? Weißt du, wie Thralls ursprünglicher Name ist? Oh, fängt das schon wieder an. Und wer weiß es im Chat, einmal reinhauen. Wo sind die Lore-Fanatiker? Wir hatten vor kurzem noch dieses Triple Pursuit WoW gespielt. In dem Film haben sie es oft genannt, hat mein Bruder mir gesagt. Das ist richtig, ja. Aber warte mal, ich muss mich kurz muten. Komm mir keine Hilfe, ja? Ich frage mich, was er jetzt macht. Muss er sich muten? Kommandant? Oh, da hat's der Erste schon richtig. Ich weiß gar nicht, wird's auseinander? Der war schneller, Goel, ja. Ich weiß, waren zu langsam. Weil Thrall heißt ja eigentlich Sklave. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt bauen wir uns hier die Kaserne noch hin. Dann muss ich mal gucken. Oh, warte mal, das war dumm, die Kaserne zu bauen. Dann habe ich nicht mehr genug Ressourcen, ne? Du, auf jedem Server halt unterschiedlich, ne? Aber so 20k kriegst du. Das wusstest du, ja. Alles klar. Gut. Wollen wir den Typ noch raus, dann muss ich mir ein Dings noch looten, dann müsste ich mir einen Trank kaufen und dann können wir eigentlich soweit durchstarten mit den Bonuszielen.
Mal gucken, bei der Horde sind es halt dann ein paar weniger. Ich glaube, im Dings hat man gar keine, ne? Als Hordler im Schattenmontal. Du hast quasi nur hier die. Und hier sind es, glaube ich, 2 oder 3 Stück. Du hast quasi das hier. Dann hast du hier, glaube ich, 1. Und in der Höhle hast du noch 1, genau. Die 3 hast du. Genau. Du mit harten Bandagen hier zu handeln, hä? So, das schicken wir noch los. Gut. So, dann sind wir soweit fertig. Extra Button haben wir auch. Haben wir genug jetzt für einen... Shit, ich wollte das eine Ding noch looten. Genug für einen Trank. Dann hole ich mir jetzt noch die Sachen kurz. Und ja, mit der Folge müssten wir soweit durch sein. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, schaut das nächste Mal wieder rein. Euer Tela, bis dann. Ciao.